Der Bunkerschlag. Der Grünbunkerschlag ist ein Annäherungsschlag zur Fahne, bei dem der Schläger keinen direkten Kontakt mit dem Ball haben sollte. Der Schläger taucht ca. 4 bis 5 cm vor dem Ball in den Sand ein und schlägt dabei eine Handvoll Sand in Richtung des Grüns. Der Ball fliegt somit auf einer Art Sandkissen zur Fahne. Dieser Schlag wird auch als Explosionsschlag bezeichnet. Durch die Sandmenge zwischen Schlägerfläche und Ball wird der Schlag erheblich gedämpft. Der steile Eintreffwinkel des Schlägerkopfes zur Sandfläche verstärkt diesen Effekt zusätzlich. Ein voller Schwungablauf ist deshalb unbedingt erforderlich. Da die Standfestigkeit jedoch aufgrund des losen, sandigen Untergrunds etwas eingeschränkt ist, ist eine gute Balance und ein ruhiger und rhythmischer Schwungablauf eines der wichtigsten Merkmale eines erfolgreichen Bunkerschlages. Die Setup-Position. Beachten Sie bei der Startposition folgende Punkte. Nehmen Sie einen mindestens schulterbreiten Stand ein und drehen Sie Ihre Füße dabei etwas in den Sand, sodass Sie einen stabilen Stand bekommen. Das Körpergewicht lagert zu ca. 75% auf dem linken Bein. Der Ball sollte auf Herzlinie, also auf Höhe Ihrer linken Ferse liegen. Richten Sie Stand, Hüft- und Schulterlinie leicht links vom Ziel aus. Bei besonders kurzen Entfernungen zur Fahne ist die Ausrichtung weiter links vom Ziel. Die Schlagfläche zeigt immer rechts vom Ziel und ist je nach Distanz des Schlages leicht bis stark geöffnet. Auf der Linie zwischen Stand- und Schlagflächenausrichtung fliegt der Ball dann zum Ziel. Allgemeine Regeln. Wichtig: Ihr Schläger darf beim Einnehmen der Setup-Position den Sand ebenso wenig berühren wie beim Aufschwung. Passiert es dennoch, erhalten Sie 2 Strafschläge. Achten Sie beim Schwung zum Ball unbedingt darauf, den Sand zu spielen, nicht direkt den Ball. Generell gilt, je mehr Sand fliegt, desto kürzer fliegt und weiter rollt der Ball. Je weniger Sand fliegt, desto weiter fliegt und kürzer rollt der Ball. Es ist Herbst in Deutschland, viele Blätter sind bereits gefallen. Die letzten Golfrunden des Jahres sind hierzulande gespielt. So nehmen wir Sie heute mit und fliegen gemeinsam der Sonne entgegen und landen nach rund 4 Stunden Flugzeit auf Gran Canaria, der drittgrößten der Kanarischen Inseln. Das Salobre Golf Resort ist eine wunderbare Destination, die allen Golf-Afficionados auch über den langen deutschen Winter hinweg ermöglicht, ihrer